Die vorläufigen Ergebnisse der zweiten Tübinger Bürgerbefragung per App liegen seit dem heutigen Mittwoch vor. 79.076 Tübingerinnen und Tübinger konnten ihre Meinung zur Einrichtung eines Radwegs auf der Mittelspur der Neckarbrücke digital mitteilen. 18.453 Bürger haben die Gelegenheit genutzt. Dies entspricht einer Wahlbeteiligung von 24,5%. Ich bin sehr zufrieden mit der wirklich hohen Wahlbeteiligung. Es gibt Bürgerentscheide, bei denen die Beteiligung niedriger liegt. Wir haben ja nur eine Befragung gemacht. Die Leute wissen also, dass sie damit nicht abschließend bestimmen, wie es weitergeht. Und da so einen hohen Rücklauf zu bekommen, das zeigt, dass unsere Idee ist, den Leuten einfach zu machen, zu Hause innerhalb von 2 Wochen auf dem Handy zu lesen und dann vielleicht auch am Wochenende oder am Abend abzustimmen, dass die funktioniert hat. Auf die entscheidende Frage, ob die Mühlstraße zugunsten eines Radweges auf der Neckarbrücke für Pkw gesperrt werden soll, antworteten insgesamt 47,6% mit Ja in jedem Fall oder eher Ja und insgesamt 52,4% mit Nein auf keinen Fall oder eher Nein. Was bedeutet dieses Ergebnis nun für die Entscheidung des Gemeinderats? Für den Gemeinderat ist dieses Ergebnis schwierig, weil es halbe-halbe ausging und weil sich aus den Daten auch ableiten lässt, dass wir immer einer Hälfte der Bevölkerung doch vehement wehtun, wenn wir die Entscheidung treffen, die sie nicht wollen. Als aufschlussreich wertete Tübingens Rathauschef die Tatsache, dass die Radwegfrage den Zahlen zufolge auch eine Generationenfrage zu sein scheint. Während die über 60-Jährigen sich mit über 60% für den Erhalt des Autoverkehrs aussprachen, sprachen sich die Altersgruppen bis zum Alter von 30 Jahren mehrheitlich für die Umverteilung der Flächen zugunsten des Radverkehrs aus. Wie der Gemeinderat letztlich entscheiden wird, wird sich laut Boris Palmer voraussichtlich im Mai zeigen.